Lieber Krebs, das... Lieber Krebs, mein Name ist Emanuel von Senstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du eine Konjunktion zwischen Merkur und Pluto in Steinbock. Du könntest dir ernsthaften Gedanken um die Zukunft deines Geschäfts oder einer Partnerschaft machen. Wenn es eine rechtliche Sache zu klären gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht die Ergebnisse hat, die man möchte. Diese Aussage ist insbesondere bei Geldangelegenheiten wichtig. Am 6. des Monats tritt Mars in Stier ein. Bis 3. März dürfte eine Veränderung innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft eintreten, die alltägliche Abläufe durcheinander bringen kann. Möglicherweise möchtest du dich selbstständiger entfalten und vielleicht Alternativen dazu finden, die du im Bereich des Geldes hast. Neue Verdienstmöglichkeiten aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen können in den Vordergrund treten. Am 8. des Monats haben wir Merkur in Wassermann eingetreten. Bis 15. März wirst du dich tiefgründig mit einem Thema beschäftigen. Themen wie Steuer, Versicherung und Einkommen können bis März stärker als Hauptthemen in den Vordergrund treten. Am 9. des Monats hast du Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar kann die Kommunikation mit Vorgesetzter oder Chef eine Herausforderung beinhalten. Du wirst ein Ziel unbedingt erreichen wollen, wahrscheinlich wird es dir gelingen, aber nicht ohne viel Druck oder Anstrengung. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats Merkur in Konjunktion zu Saturn und Jupiter im Wassermann. Eine virtuelle Lernveranstaltung oder Seminar ist mit dieser Konjunktion möglich. Du wirst dir auf ein Thema stark fokussieren, dennoch empfiehlt es sich, keine endgültige Entscheidung bis Mitte März zu treffen, falls es eine wichtige Entscheidung zu treffen gibt. Wir haben dann am 12. Merkur Quadrat Uranus. Eine Sache kann sich verzögern oder ein Termin kann ausfallen mit dieser Konstellation. Vielleicht bist du ein bisschen durcheinander, mein lieber Krebs. Wenn eine Sache nicht funktioniert, dann solltest du eine andere ausprobieren. Am 13. hast du Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar können große Spannungen in den Bereichen der Partnerschaften entstehen. Dies betrifft geschäftliche sowie private Partnerschaften. Meinungsunterschiede oder Interessenkonflikte sind möglich. Am 13. haben wir einen Neumond in Steinbock. Deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung kann im Wesentlichen von deinen zwischenmenschlichen Verhältnissen und Beziehungen abhängig sein. Falls zutreffen, kann man einen Kredit aufnehmen. Am 14. des Monats hast du Venus Trigon Uranus. Ein Familienmitglied dürfte in den Fokus stehen. Hilfe und Unterstützung in schwierigen Situationen ist möglich. Auch am 14. haben wir Uranus direkt in Stier laufend. Bis August 2021 werden viele Krebse stark an ihre berufliche Weiterentwicklung oder neue Orientierung arbeiten. Dies kann auch mit Hilfe anderer Menschen erfolgen. Zwischen 15. und 17. Januar haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Ein wichtiges Ziel könnte dir an diesen Tagen gelingen, mein lieber Krebs. Wenn dies nicht zutrifft, dann heißt es, du wirst besonders viel zu tun und zu regeln haben. Zwischen 18. und 20. bilden Mars und Uranus eine Konjunktion in Stier. Die Arbeit, die du ruhen gelassen hast, wirst du wieder aufnehmen und in kürzester Zeit vieles erledigen können. Es kann sein, dass du eine neue Idee umsetzen möchtest. Zwischen 21. und 24. hast du Sonne-Konjunktion Saturn in Wassermann.
Eine gedrückte Stimmung kann bei dir herrschen. Falls du in einer Beziehung bist, solltest du diese gedrückte Stimmung nicht in die Beziehung bringen, sodass man harmonische Verhältnisse führen kann. Je nach Horoskop können es Rechtsangelegenheiten zu klären geben. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Quadrat Uranus. Der gewünschte Ausgang von Ereignissen sollte durch Anziehung anstatt Zwang erreicht werden. Am 28. hast du einen Vollmond in Löwe. Neue Entwicklungen sind in den Bereichen der Familie und des Geldes bis Februar zu erwarten. Am 29. hast du Sonne Konjunktion Jupiter in Wassermann. Es kann vorkommen, mein lieber Krebs, dass du besonders viel körperliche Arbeit erbringen musst. Gegebenenfalls versuche nicht, deinen Willen unbedingt umsetzen zu wollen. Und dann am 30. hast du Merkur rückläufig in Wassermann. Bis Anfang März kann ein großes Geheimnis entlüftet werden. Das Abschließen eines Vertrages ist bis März nicht zu empfehlen, ansonsten wird man dies bereuen. Mein lieber Krebs, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Wenn du eine individuelle Einschätzung deines Geburtshoroskops haben möchtest, kannst du gerne jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr 2021. Viel Glück und Gesundheit. Wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video.